Wir befinden uns im ersten Stock des Museums für Geschichte in der Sackstraße mit einer Ausstellung, die den Titel trägt »Ein Hammerschlag – 500 Jahre evangelischer Glaube in der Steiermark«. Den Besucher erwartet in dieser Ausstellung eine Darstellung der Geschichte der Reformation in der Steiermark von den Anfängen im frühen 16. Jahrhundert bis in die Gegenwart. Es wird also ganz bewusst gezeigt, welche Wirkung die Reformation als Prozess bis herauf in die Gegenwart hat. Dabei wird deutlich gemacht, dass eine ganze Reihe von Errungenschaften und von uns heute selbstverständlichen Gegebenheiten in der Politik und in der Gesellschaft ihren Ursprung in der Reformation selbst haben, wobei dann die Wirkungsgeschichte gezeigt hat, dass diese Anlässe sich dann von dem religiösen Kontext weiterentwickelt haben und selbstständig geworden sind. Die Auseinandersetzung mit der Geschichte in diesem Land, und es ist schön, dass die Ausstellung hier im Museum für Geschichte stattfinden kann, zeigt, dass auf jeden Fall auch heute die Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte in diesem Land für die Bürger und Bürgerinnen heute etwas Wichtiges ist. Es war uns wichtig in dieser Ausstellung nicht nur die positive Entwicklung zu zeigen, sondern auch die kritische Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte und das heißt auch die Negativseiten deutlich zu machen, wie zum Beispiel im Raum 4, wenn wir hier stehen und das große entworfene Denkmal von Albrecht Dürer sehen, der für die Bauernkriege hier ein solches Monument geschaffen hat. Das bedeutet, der unterdrückte Bauer, der fast ein Leibeigener war und von seinen oberen Herren geknechtet wurde, sitzt auf der Säule und hat ein Schwert im Rücken. Das bedeutet, die Auseinandersetzung mit den Bauernkriegen war auch für Luther eine Schwierigkeit und er hat ja dann später gegen die Bauern sehr schlimm Partei ergriffen, sodass es zu dieser fürchterlichen Auseinandersetzung zwischen der Obrigkeit und den Bauern kam mit vielen, vielen Opfern. Das wollten wir auch deutlich machen, dass in dieser Entwicklung von dem Reformationsprozess viele negative Dinge auch vorhanden sind. Wir befinden uns hier in jedem Raum der Ausstellung 500 Jahre evangelischer Glaube, der ein besonderes Augenmerk auf die Steiermark wirft. Ein besonderes Denkmal in diesem Raum ist der Familiengrabstein aus dem Jahre 1620, der auch aus reformatorischer Sicht von besonderer Relevanz ist. Evangelische Bildkultur ist nicht zuletzt Gedächtniskultur und die spiegelt sich in der Grabmalkunst des 16. und 17. Jahrhunderts in besonderer Form wider. Wir dürfen nicht vergessen, dass die steirische Elite sowie die württembergische oder sächsische Elite auf ihre Memoria, auf ihr Gedächtnis, wie man damals sagte, besonderen Wert legte. Deswegen war die Grabkunst von besonderem Stellenwert und für sie wurden selten Kosten gescheut. Evangelische Bildkultur ist ja in einem so katholisch geprägten Land wie Österreich relativ selten zu finden. Wir können uns kaum vorstellen, welcher Aufwand betrieben wurde, damit die örtlichen und regionalen Familien ihre Memoria in angemessener Form zur Geltung brachten. Wir haben hier eine besondere Ausnahme, hier ein besonders kostbares Stück, was bislang kaum, um nicht zu sagen, noch nie gezeigt wurde. Dieser Stein zeigt eine volkreiche, eine kopfstarke Familie, die sich unter dem Kreuz versammelt hat. Wichtig sind vor allen Dingen neben der sehr präzisen Wiedergabe des Gekreuzigten die der Bibel entnommenen Devisen, die hier in lateinischer Sprache wiedergegeben sind. Im Abschlussbogen können wir in lateinischer Sprache, in deutscher Übersetzung folgenden Spruch lesen. Es ist mir fern, mich zu rühmen, es sei denn im Kreuze Jesu Christi. Also nur im Christusglauben findet sich der Mensch wieder. Am Kreuzesstamm wiederum eine Devise, die auf Christus selber bezogen ist. Ich trat die Kelter, keiner von den anderen Völkern half mir. Dieser Spruch ist Jesaja entnommen, während der Spruch im Gewölbe dem Galaterbrief, also den Paulusbriefen, entnommen worden ist. Zwei ganz wesentliche Quellen, die für reformatorisches Denken entscheidend sind, werden hier genannt. Einmal die Propheten, also der Alte Bund, und dann die Briefe des Apostels Paulus. Denn Paulus ist ja der große Prediger und die Predigt ist ja das Zentrum evangelischen Gottesdienstes.